Was ich an Dating-Apps hasse. Solche Kackprofile, Junge. Keine Antwort, kein Interesse. Das ist meiner Meinung nach das Asozialste, was man da reinschreiben kann. Zumindest sehe ich das immer bei Dating-Apps für Schwule. Ich weiß nicht genau, ob das bei Heteros auch so ist, aber I guess, da gibt's das auch. Keine Ahnung. Ich meine, machst du das real auch? Hi, entschuldige. Du machst auf mich irgendwie einen sympathischen Eindruck. Ich trau mich jetzt einfach und spreche dich mal an. Ich glaube, ich weiß, warum du Single bist. Stellt euch das mal in anderen Situationen vor. So, keine Ahnung, beim Arzt. Hi, ich habe irgendein Problem mit meinem Herz. Können Sie mal nachschauen? Entschuldigung, können Sie vielleicht irgendetwas dazu sagen? Ich bin Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Ich habe keine Ahnung von Herzen. Es ist übrigens okay, wenn du kein Interesse hast, aber dann mach's Maul auf, Junge. Sag halt wenigstens nein. Obwohl, es gibt, glaube ich, eine Sache, die ich noch besser finde. So die Leute, die schreiben, ohne Profilfoto schreibe ich nicht mit dir. Und die dann zwar ein Profilfoto haben, aber dann ist das irgendwie so ein LKW. So ein LKW. So Scania. Ich kenne mich nicht aus, das ist die einzige Marke, die ich kenne, aber so, jetzt weiß ich alles über deine Persönlichkeit und wie du aussiehst, sowieso. Danke. No shade an LKW-Fahrer, aber shade an die Leute, die das machen. Meine Oma hat ein Sprichwort für genau die Situation. Die hat früher schon immer gesagt, wenn du auf einer Gay-Dating-Website unterwegs bist und da schreibt jemand keine Antwort, kein Interesse, dann ist es sowieso ein kompletter Spast. Ist nicht von mir, ist ein Zitat von meiner Oma. Oh, der Krankenwagen. Zum Glück hat der Interesse, die Menschen abzuholen.